Heute zeige ich einen Halloween-Look zum Thema Zombies. Wer spontan zu einer Halloween-Party eingeladen ist, dem zeige ich heute mit einfachen Mitteln, die jeder zu Hause hat, wie er das perfekte Styling umsetzen kann. Wir haben die Foundation bereits aufgetragen und gründlich abgepudert. Hierbei empfiehlt es sich, eine Nuance heller zu gehen, damit es dem Zombie-Look näher kommt. Als erstes bürsten wir die Augenbrauen nach oben und verdecken diese mit der Foundation oder einem Concealer. Als nächstes nehmen wir einen rötlichen Lidschatten oder ein Rouge und verblenden es einmal rund um die Augen. Es ist kein Problem, wenn Flecken entstehen. Das kommt dem Zombie-Look zugute. Mit einem lilafarbenen Lidschatten tragen wir ein paar künstliche Augenschatten auf. Anschließend verwenden wir einen Kajalstift, um die beweglichen Lider dunkel zu schattieren. Weiterhin verblenden wir den Kajal mit einem schwarzen Puder. Um den Look zu vervollständigen, verwenden wir Kajal am unteren Lid. Die Wasserlinie dabei nicht vergessen. Außerdem schattieren wir den unteren Teil des Auges schwarz. Auch hier ist es kein Problem, falls Pigmente herunterbröseln sollten. Anschließend die Wimpern tuschen. Als nächstes kleben wir künstliche Wimpern unterhalb des Wimpernkranzes. Etwas dickere Wimpern oberhalb des Lids kleben. Mit einem violetten oder auch roten Lippenstift können nun Adern aufgezeichnet werden. Hierbei empfiehlt es sich, einen dünnen Pinsel zu verwenden. Als nächstes schattieren wir die Wangenknochen und die Schläfen mit einem dunkelbraunen Puder. Mit einer Foundation oder einem Concealer mattieren wir dann die Lippen. Am besten einen Kussmund formen, somit entstehen optisch die besten Risse. Für die Wunde habe ich mir eine haushaltsübliche Gelatine mit Make-up vorbereitet. Es kann 5 bis 10 Minuten dauern, bis die Gelatine richtig trocken ist. Anschließend die tiefen Zwischenräume mit einem schwarzen Kajal dunkel einschminken. Für einen Kunstblut-Effekt kann man problemlos roten Lipgloss verwenden. Diesen kann man mit dem Finger einfach auftupfen. Für den Zombie-Look tragen wir schwarzen Effekt-Nagellack auf. Anschließend mit einem handelsüblichen Kajal einfach die Finger verblenden und nicht vergessen, mit einem Setting-Spray das Ganze zu fixieren. Als letzten Schritt trage ich roten Lipgloss als Kunstblut auf die Lippen auf. Mit einem dünnen Pinsel im Inneren der Lippen auftragen und Blutbahnen herunterlaufen lassen. Außerdem können die Zähne damit benetzt werden. Fertig ist das SOS Zombie Halloween Styling. Damit ist man auf jeden Fall der Hingucker für jede Party.